ist für Werder Bremen ein ganz entscheidender Punkt, um zukunftsfähig zu sein. Wir können finanziell nicht mit den ganz großen Clubs mithalten, sondern wir müssen ja unser Kerngeschäft, und das ist nun mal der Fußball, die Ausbildung unserer jungen Spieler eben dort einfach richtig gut arbeiten. Und dafür ist die Position des technischen Direktors aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig. Ja, für diese Position haben wir mit Thomas Scharf, glaube ich, jemanden gefunden, der ein Profil mitbringt, was sonst, glaube ich, in Deutschland nur ganz, ganz wenige Personen mitbringen. Erstmal muss man festhalten, dass der Bundesliga-Cheftrainer nach wie vor die wichtigste Person bei Werder Bremen sein wird. Das ist so, weil er natürlich den Erfolg unseres Clubs mit am entscheidendsten prägt, auch weil er die Mannschaft eben aufstellt, weil er die Mannschaft eben auch weiterentwickelt. Und Thomas Scharf wird vom Arbeitsplatz her im Leistungszentrum sitzen und dort auch seinen Hauptschwerpunkt haben. Das heißt, dass wenn wir eine U13, eine U17, eine U23, eine Bundesligamannschaft, wenn man die sich von außen anschaut, ohne dass man vielleicht die Trikots erkennt, schon an der Art und Weise, wie man spielt, erkennen sollte, dass dort eine Mannschaft von Werder Bremen spielt. Aus diesem Strategieprozess ist eben auch diese Idee des technischen Direktors unter anderem entstanden. Aus diesem Strategieprozess ist auch das Top-Talente-Konzept entstanden. Und das sind, glaube ich, Dinge, in der wir uns von anderen Bundesligisten eben auch abheben müssen, um weiterhin attraktiv zu sein für junge Spieler, die eben dann auch sehen, dass hier bei Werder Bremen eben sehr, sehr gut ausgebildet wird und man vor allem dann den Sprung auch in den Bundesliga-Kader schaffen kann. Man kann dort Trainer der Trainer sagen. Ich finde den Begriff Mentor noch etwas besser, weil ein Mentor eben auch die Erfahrungen, die er selbst gesammelt hat, weitergeben kann. Und wir wissen auch, dass die Trainer nach wie vor natürlich in den U-Mannschaften auch die wichtigsten Ansprechpartner für die Spieler sein werden. Und wenn wir Trainer eben auch besser machen, dann werden auch unsere Spieler besser.